Moin zum heutigen Star Citizen Let's Play mit Fixi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, ja, ich wollte mit euch einmal den Truckstop zusammen angucken. Wir befinden uns jetzt gerade auf dem PTU-Server, das heißt auf dem persistenten Test-Universum. Das ist jetzt noch nicht live der Client, aber ich denke mal, dass dieses Wochenende der Client vielleicht sogar live ging. Könnte. Ich habe heute auch schon ein Video hochgeladen, wo man auf auf Levski, der auf Levski ist ja eine Station, eine Bergbaustation auf Dalamar, da kann man jetzt auch in-game Schiffe kaufen. Dazu habe ich jetzt auch ein Video erstellt. Das könnt ihr euch sehr gerne angucken. Jetzt düsen wir einmal kurz runter und düsen einmal zum Reststop rüber, weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass man beim Reststop jetzt auch Raumschiffe kaufen kann, sondern dass man da jetzt auch Ausrüstung kaufen kann. Der Reststop, der ist ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang drinne auf dem Testuniversum, aber da war leider kein Equip vorhanden. Quasi die ganzen Shops waren noch leer, die hatten noch keine Ware bekommen. Und jetzt wollen wir mal kurz gucken, ob da auch Ware angekommen ist. So, dafür holen wir uns einmal kurz ein Raumschiff, damit wir rüberfliegen können. Mal gucken, was haben wir denn für ein Raumschiff? Ach, nehmen wir einfach mal eine Saber. Düsen damit einmal mit der Saber mal kurz rüber mit einem schönen, schnellen Schiff. Wir können das natürlich auch mit die Hammerhead, die funktioniert leider gerade nicht richtig, das habe ich schon ausprobiert. Dann nehmen wir einmal die Saber. Ein kleines, schönes, schnelles Dogfight-Schiff. So, mal gucken auf D07, dann ab nach D07, da 5 bis 7 ist in diese Richtung. Oben links seht ihr übrigens in der Ecke die FPS-Anzeige, wie viel FPS ich gerade aktuell habe, wie die CPU-Auslastung ist, die ist gerade verdammt hoch, das verstehe ich gar nicht warum. Na gut, ich habe noch eine Aufnahme, die gerade nebenbei läuft, das kann natürlich auch daran liegen, klar, die frisst auch. Ja, ich benutze einen 7800X Prozessor auf einer 299er Plattform. Weil ich ja damit auch aktiv streame und das funktioniert eigentlich wunderbar. Genau, Speicherauslastung liegt gerade bei 15, 16 GB. GPU-Auslastung ist relativ hoch, was ja auch ganz gut ist, damit die Grafikkarte auch genutzt wird, damit wir auch eine gute FPS haben. Frames per Second, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, dann düsen wir mal los mit unserer Saber und gucken wir mal, ob wir tatsächlich jetzt auch Waren haben im Reststop. Dann zeige ich euch gleich auch, wie ihr da am besten hinkommt zum Reststop. So, einmal die Maschinen hochfahren von der guten Saber. Die Saber ist ein Dogfighter, ist mit Stealth-Eigenschaften. Das ist das Gegenpart quasi zur Super Hornet. Die Super Hornet hält mehr aus, ist stabiler. Die Saber ist dafür nicht ganz so stabil, aber hat dafür eben Stealth-Eigenschaften und ist dafür um einiges agiler. Ich muss einmal kurz. Ach, na gut. Das ist schon okay mit der Steuerung, ich habe die Steuerung gerade nicht optimiert, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Dann gehen wir einmal kurz in das Movie Glass bei uns rein, dann müssen wir einmal rauskommen, auf Port Olisa ist ja unser Spawnpunkt, da sind wir wach geworden. Und dann müssen wir eine ganze Ecke rauscrollen, bis wir sehen den Punkt, den Sprungpunkt CRUL2. Das ist eine kleine Gebirgskette, genau, Asteroidenkette, wo quasi der Trackstop verankert ist momentan. So, dann machen wir mal Set Position, dann sehen wir, dass ja mal nicht mehr gestrichelt ist, sondern durchgehend ist der Strich. Und dann können wir uns einmal kurz ausrichten und schwingen wir dahin. Ach, ich kann ja einmal ganz kurz die Einstellung schnell machen. Dann gehen wir kurz in die Option rein, Keyboarding, das ist ja schnell gemacht, dass ich dann auch vernünftig fliegen kann. Movement, das so Rollen funktioniert, so Rolle nach links. Möchte ich gerne hier drüber machen. So, Rolle nach rechts möchte ich gerne über den Joystick machen. So, dann können wir jetzt auch vernünftig fliegen. Jo, funktioniert. In der Zeit hat er dann auch schon kalibriert und hochgespult. Dann haben wir die Zeit ja gut überbrückt. Ja, ich fliege mit dem Dual-Joystick-System vom Wirpel. Der Wirpel ist der Hersteller und daher die Joystick, das sind die heißen T50 Mongos. Und das sind relativ gute Joystick mit der mechanischen Achse drinne. Und die sind an so einen Desktop-Mount angeschlossen. Deswegen lehne ich mich auch immer ein bisschen zurück, damit ich entspannt mit den Joysticks fliegen kann. Ja, das sieht doch, also kommt. Und die FPS ist auch wirklich angenehm jetzt. Das ist wirklich schon sehr, sehr schön. Ach, hier hinten sind die Raketen drinne. Da passen 4 Size-Hoch-Raketen rein. Die Raketen funktionieren jetzt auch wieder besser. Habe ich auch schon getestet auf dem PTU.
Also mit der Objekt-Container-Stream-Technologie drin ist, funktionieren die Raketen auch wieder relativ gut. Und jetzt bin ich wirklich gleich gespannt, was wir uns auf dem Reststop kaufen können. Ich hoffe, dass man da eine neue Rüstung kaufen kann, die man so jetzt noch nicht kaufen konnte. Die man jetzt noch so noch nicht kennt. Weil normalerweise müsste auf dem Reststop andere Rüstungen geben, wie auf Levski, Grimhex und Port Olisa. Sonst kann man an diesen drei Punkten unterschiedliche Rüstungsteile kaufen. Das müsste ja theoretisch auch funktionieren, dass es hier andere Rüstungsgegenstände gibt, die ein bisschen schicker oder anders aussehen zumindest. So, damit wir den Trackstop finden, müssen wir gleich aktiv scannen. Ich halte einmal kurz die Maschine an. Dann gehe ich einmal in den Scanning-Mode rein. Standardmäßig ist das mit Tab. Ich habe das auf den Joystick gelegt. Dann werde ich jetzt einmal den Ping auslösen. Dann hoffe ich, dass die Station gleich angezeigt wird. Da ist die Station schon. Und dann düsen wir dahin. Wenn man jetzt einfach hier rauskommt aus dem Quantum Drive und einfach die Station so sucht, das könnte ein bisschen störend sein und nervig. Das kann sein, dass man die Station dann relativ lange sucht. Und wenn man aktiven Ping aussetzt, was natürlich auch schön ist, weil die Radarfunktion oder dann auch funktioniert, dann kann man auch den auch gut gleich mit benutzen. Den aktiven Ping, um irgendwelche Sachen zu finden. So, und hier ist unser Reststop. Jetzt sind wir in der waffenfreien Zone, hier können wir nicht mehr schießen. So, dann bremsen wir einmal ganz kurz und dann schauen wir mal, dass wir ein Landepad zugewiesen bekommen. Einmal aus dem aktiven Ping raus. Uah. Wegklickt, dann drücken wir einmal F1 für das Movie Glass. Dann gehen wir einmal kurz in den Comlink rein. Contacts. Dann brauchen wir einmal R und RCRL2, das ist der Reststop. Einmal eine Landeanfrage. Anfragen, ich hoffe, dass wir eine bekommen. Jetzt haben wir noch keine bekommen, sonst hätten wir jetzt einen Schraubenschlüssel, würden wir jetzt sehen, wenn wir eine positive Anfrage bekommen haben. Sonst versuchen wir das gleich nochmal. Zur Not können wir auch irgendwo einfach landen. Ach, da haben wir einen Landebay bekommen. Jetzt seht ihr diesen Schraubenschlüssel. Dann können wir das Fahrwerk schon mal einfahren. Dann mache ich schon mal eine Außenansicht. Das sieht ein bisschen cooler aus für euch, dass ihr so ein bisschen das Feeling der Station mitnehmen könnt. Ein bisschen. Zack, ein bisschen die Sicht umgeändert. Das sieht doch richtig cool aus, wenn man da jetzt so landet. Zack. Die Grafik ist echt damals. Jetzt drücke ich einmal N und jetzt geht er in die automatische Landeposition rüber. Und schon sind wir aufgesetzt. Dann drücke ich einmal die Taste H, damit kann ich automatisch aussteigen. Was er auch brav macht. Und die FPS-Zahl ist immer noch über 40 FPS. Einwandfrei. So, dann düsen wir einmal kurz rüber. Da hinten ist der Eingang, hinten rechts. Da steht auch Landing Pad 01 wurden wir hingelotst. Dann werden wir auch gleich nochmal aktiv gescannt, ob wir irgendwelche Schmuggelware dabei haben. Oder ob wir irgendwas in die Station reinschmuggeln wollen, was nicht hier gewünscht ist. Das sieht man jetzt gleich hier so richtig, wie man hier so durchleuchtet durch den Scanner. Zip, von mir gescannt. Ich habe vorhin schon mal eine Aufnahme gestartet, auch mit dem Reststop. Und da hatte ich einen Absturz gehabt. Aber erstmal wollen wir gucken, ob man hier überhaupt Sachen kaufen kann. Dann fahren wir erstmal in die Lobby. Ich hoffe wirklich, dass die jetzt wirklich den Reststop jetzt auch befüllt haben, dass man hier auch Items kaufen kann. Dass die Shops jetzt endlich auch die Ware bekommen haben. Das wäre schon extrem cool von CIG, wenn man jetzt hier auch Waren kaufen kann. Joa, ist aber ein langer Weg nach oben. Ui, schon sind wir im Reststop. Was haben wir hier denn für Shops? Okay, das ist einmal der Platinum Bay. Wow, okay, die Shop der Shops, die haben Items. Wie geil ist denn das? Sehr geil, CIG, sehr, sehr cool. Guckt mal, hier kann man Sachen kaufen. Okay, wenn man jetzt so guckt, 4000, also so ein Kühler kostet 4687. Okay, die Preise, boah, sind eigentlich, finde ich jetzt nicht so teuer, sind angenehm. Also ich bin eben daran gegangen und habe da auch das Terminal aufgemacht, da hatte ich einen Absturz gehabt. Genau in diesem Platinum Bay hatte ich gerade einen Absturz gehabt, das wollte ich jetzt nicht nochmal versuchen. Deswegen, also Items sind da, das ist schon mal sehr cool, dann lohnt sich das jetzt auch hier hinzufliegen. Jetzt gucken wir, irgendwo muss es auch hier geben, wo man Ausrüstungsgegenstände kaufen kann. Hier ist der administrative Bereich, der administrative Bereich ist eigentlich, hier kann man Waren kaufen, mal gucken, ob die auch Waren haben. Ich gehe jetzt mal das Risiko ein und ich kann die Maus bewegen, sehr cool, Gott sei Dank. Wow, hier kann man jetzt auch
Warum? Achso, hier ist die UC der Hammerhead. Dann können wir hier aufs Waren kaufen gehen. Was kann man denn hier für Waren kaufen? Okay. Ich möchte gerne. Nee. Ach so, wenn wir jetzt hier ein Schiff auswählen, dann wird das angezeigt, was man kaufen kann. Alles klar, hier kann man Medikit, Pets, Westen, Futs, Essen, sowas kaufen, alles klar. Also Waren da. Also man kann hier tatsächlich jetzt auch mit handeln mit der Station aktiv. Das ist natürlich auch schön, dass man jetzt auch den Handelsbetrieb mit der Station aufnehmen kann. Das ist natürlich gleich ein schönes Spiel, eine Spielmechanik, die sie reingebracht haben. Gerade für uns auch, weil ich auch gerne Handel und Transport durchführe. Mal gucken, was hier oben noch für Shops sind. Ah, hier ist der Kasaba-Laden. Das heißt, hier gibt es eigentlich Klamotten, Anzieher. Okay, der ist auch gefüllt. Sehr schön, hier kann man Klamotten kaufen. Das können wir ja gleich mal machen. Was können wir denn mal hier eine coole, kaufen wir mal solche schicke Jacke hier mal ein. Konform. Exit. Was können wir noch? Dann gucken wir mal, ob wir dazu noch eine schöne Hose finden, die dazu passt. Oder ein Pullover. Was haben wir denn mal für ein Pullover dazu? Die hat die Farbe. Dann nehmen wir mal den Pullover dazu. Den finde ich ganz schick. So, wir haben über 5 Millionen, also Geld haben wir momentan genug auf dem PTU-Server. Jetzt würde ich gerne nochmal einen Cappy mir holen. Cappys mag ich eigentlich ziemlich gerne. Eigentlich auch immer ziemlich schick, einen Cappy. So, den haben wir auch eingekauft. Und was haben wir jetzt eigentlich noch? Eine schöne Hose, wäre eigentlich auch noch ganz cool. Ich glaube, den haben wir jetzt erstmal, können das erstmal anziehen. Mal schauen, wie das dann aussieht. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich meine. Wir gucken gleich nochmal nach richtigen Ausrüstungsgegenstände. Aber wir können das ja gleich mal anziehen. Wir haben ja Zeit. Das ist doch gerade ziemlich, ziemlich cool, dass man das alles machen kann. Ja, dann drücke ich F1, dann gehe ich auf unseren Loadout Manager, Equip Manager. So, dann müssen wir hier einmal. Kommen wir Utilities? Wie kommen wir denn jetzt zu den Klamotten hin? Wir müssen einmal kurz alles ausziehen. Zack. 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 Dass man das nicht alles auf einmal ausziehen kann, ist eigentlich schade. Den anderen auch ausziehen. Und jetzt kriegen wir nämlich hier für die Klamotten die Möglichkeit. Dann haben wir hier den Cappy, können wir jetzt aufsetzen. Den Manöver können wir mal abnehmen. Hey. Unequip machen, dann haben wir ein Shirt. Den haben wir auch gerade gekauft, sieht schon ziemlich cool aus. Die Jacke sieht auch ziemlich cool aus. Na, die Hose passt jetzt gar nicht so gut dazu zu der Jacke, ne? Ach, das speichern wir mal so ab. Ich finde das ganz. Lassen wir es erstmal so an. Zumindest kann man hier jetzt auch schön die Waren kaufen und seinen Charakter so ein bisschen jetzt so anziehen, wie man das gerne auch. Wobei, so schlecht sieht das gar nicht aus, ne? Geht eigentlich ziemlich cool. Passt schon. So, dann düsen wir mal rüber, ob wir jetzt den Shop finden für die Rüstungsgegenstände. Ach, guck mal, da drüben ist ein Waffenshop. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen hier die Kamera drehen. Dann laufen wir mal zum Waffenshop rüber, schauen wir mal, was wir hier so für Waffen haben. Okay. Oh, die haben auch Waffen. Was haben die denn hier? Sniper Rifle. Kann man sich auch ziemlich cool angucken. Wenn man jetzt hier kann man hier sich die Waffen auch angucken, wie die so aussieht. Der Detailgrad ist schon unglaublich gut, ne? Das macht schon Spaß. Ach, rotieren mit der Maus. Okay. Ja, funktioniert. Und wenn ich hoch runter, nee. F4 Exit, okay, mache ich das mal. Also Waffen sind auch angekommen so langsam. Was ist das für eine Waffe hier? Ist das auch eine Sniper-Waffe? Ja. Und das ist ein SMG, okay. Machine Gun, Small Machine Gun ist das. Okay, düsen wir erstmal weiter. Ich wollte eigentlich ganz gerne erstmal eine coole Rüstung suchen und finden. Was gibt's denn hier noch? Oh, hier.
ist denn das hier für ein... Oh, kam... oh, der hat noch Oping Soon, der hat noch geschlossen, der Laden. Der wird demnächst aufmachen, okay. Hier kann man sich hinsetzen und warten auf irgendetwas. Okay, hier Kasaba, Weapons sind da. Gucken wir mal, dass wir noch einen Laden finden, wo wir auch Rüstungsgegenstände kaufen können. Den habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ja, was ist hier noch? Ach, hier ist die Administration. Na, ich glaube, Rüstung kann man hier tatsächlich noch nicht kaufen. Ich glaube, das ist der Shop. Hier kommen wir nämlich jetzt wieder zu den Ausgängen. Zu den. Ach, hier, guck mal, hier kann man auch schön rausgucken. Was für ein geiler Ausblick. Ist natürlich cool, wenn man hier so steht und dann kommt hier die Idris vorbeigeflogen oder irgendwann die Kraken. Ey, damn, das wäre natürlich schon ziemlich cool. Okay, die NPCs, die sind auch alle aktiv. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Jetzt versuchen wir nochmal. Na, hier sind die ganzen Hangar. Jetzt versuchen wir nochmal, ob wir hier an diesem Platinum-Bär noch was machen können. Ich glaube, im Großen und Ganzen war es das uns erstmal. Aber es ist schon ziemlich cool, dass man jetzt auch aktiv hier mit handeln kann. Ist schon sehr, sehr schön, dass man hier jetzt auch was machen kann. Die Maus funktioniert nicht. Okay, wenn ihr jetzt auf dem PTU seid und möchtet hier Sachen einkaufen, denn in Platinum Bay nicht das Terminal aufmachen, denn stürzt der. Der baut hier alles sehr, sehr langsam auf, wobei die FPS-Zahl gut ist. Und die Maus funktioniert danach nicht mehr. Wir können noch mal kurz warten. Ich wollte mir jetzt eigentlich nochmal so ein bisschen die Preise mit euch zusammen angucken, aber die Maus ist auch gestürzt. Wobei, irgendwie macht er jetzt, zeigt er hier die Maus so ein bisschen an. Seht ihr das? Klickt es ja irgendwie an, aber die Maus ist nicht da, wo sie sein soll. Wenn ich jetzt ein bisschen höher gehe, komme ich mit F wieder raus. Mit H? Ne, mit H komme ich nicht raus, mit F komme ich nicht raus. Na gut. Ach, da war irgendein Bay, okay. Back, back. Komm schon, back. Ganz langsam. Hier geht auch nicht, ne? Ja, hier ist das natürlich jetzt irgendwie sehr, sehr buggy. Weil der Mauszeiger nicht funktioniert. Kann ich machen, was ich will. Okay, der Shop ist auf jeden Fall, also in der Platinum Bay, der Shop, der ist leider noch buggy. Back, 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 back. Drücke ich rauf, macht er auch nicht. Okay, dann werde ich erstmal hier mit den Let's Play aufhören. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat trotzdem. Wie gesagt, es lohnt sich jetzt auch zum Reststop zu fliegen. Man kann jetzt mit dem Handeln anfangen des Reststops. Das ist vielleicht eine gute Idee. Das ist das nächste, was ich machen werde. Dazu werde ich dann auch ein Let's Play machen. Dann werde ich jetzt mal das Handeln mit dem Reststop aufnehmen und mal gucken, wie viel Plus man da machen kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Verfolgen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. Das mich ein bisschen damit unterstützt. Ich streame ja auch aktiv auf Twitch TV, da würde ich auch, mich auch sehr freuen, wenn ihr da auch mal vorbeigucken würdet. Das ist der Channel Twitch TV Fexi und ich streame immer aktiv am Montags, am Mittwochs und am Samstag. Samstag machen wir auch immer ein bisschen Roleplay, mit mehreren Leuten sind wir dann da immer unterwegs in Star Citizen, Star Citizen unterwegs. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einschalten würdet. Bis demnächst, euer Fexi. Tschüss und ein schönes Wochenende übrigens, ne? Viel Spaß.